wenn wir nicht umsteuern, wird das in der Tat sehr, sehr bitter werden. Weil, da hat die Bundesregierung jetzt ja auch noch einmal neue Ideen entwickelt. Und zwar möchte man das sogenannte Bandlastprivileg für die energieintensive Industrie abschaffen. Heute zu Gast bei unserem Podcast Dr. Christoph Kanne. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Scholl. Danke für die Einladung. Stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Sehr gerne. Ich vertrete die Bundesinitiative Vernunftkraft. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der dem Prinzip einer Denkfabrik folgt. Das heißt, wir stellen Wissen zusammen über die ökologischen, ökonomischen, auch die technischen Zusammenhänge der Energiewende in Deutschland. Und unser Ziel ist es, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Das tun wir durch Artikel in Pressemedien, durch Vorträge, wie hier bei der Union-Stiftung, oder auch durch Wissensvermittlung zu regionalen Ansprechpartnern, zu Bürgerinitiativen, die mit Energieprojekten in ihrer Heimat verbunden sind und der wir hier das entsprechende Wissen auch mitgeben. Ich selbst bin in der Bundesinitiative Vernunftkraft Pressesprecher, leite also die ganzen Aktivitäten nach außen, und zum anderen bin ich im volkswirtschaftlichen Bereich tätig, das heißt, alles, was wir im Bereich des ökonomischen Research machen, daran arbeite ich mit. Und mitarbeiten heißt dort, wir tun das alle ehrenamtlich. Wir gehören keiner Partei an, wir werden von keiner Partei, von keinem Unternehmen unterstützt. Wir sind unabhängig und so können wir dies auch bleiben. Ja, und Sie haben es ja schon gesagt, Sie waren bei einem Vortrag der Union-Stiftung gewesen und da ist mir so ein Aspekt ins Auge gesprungen. Und zwar der Bundesrechnungshof hat sich relativ kritisch über die Energiewende in Deutschland geäußert. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen mitnehmen. Also wie kommt denn der Bundesrechnungshof zu so einem kritischen Urteil? Das ist seine verfassungsgemäße Aufgabe. Denn der Bundesrechnungshof hat nach Bundeshaushaltsordnung die Aufgabe, zu Themen von besonderer Bedeutung der Legislative, aber auch der Exekutive, gutachterlich Stellung zu beziehen. Und Themen wie die Energiewende mit ihrem großen finanziellen Aufwand sind Themen, die sich genau dazu eignen, dass sich ein unabhängiges Gremium damit befasst. Denn das zeichnet den Bundesrechnungshof auch aus. Denn im Gegensatz zu anderen Behörden, wie zum Beispiel dem Bundesumweltamt oder der Bundesnetzagentur, ist er keinem Ministerium unterstellt, sondern nimmt eine unabhängige Aufgabe wahr. Und im Rahmen dieser Aufgabe hat er sich dann die Energiewende angeschaut und ist zu einem sehr eindeutigen Ergebnis gekommen. Was waren da so die wesentlichen Kritikpunkte des Rechnungshofs? Die wesentlichen Kritikpunkte sind die, dass der Bundesrechnungshof gesagt hat, die Energiewende ist zu teuer. Und die Versorgungssicherheit ist nicht gewährleistet. Und zu Aspekten der Nachhaltigkeit, der Umweltverträglichkeit kann die Bundesregierung keine Aussage machen. Diese Dreiteilung kommt nicht von ungefähr, sondern das ist auch die ganz grundlegende Zielsetzung der Wirtschaftspolitik Deutschlands, der Energiepolitik Deutschlands. Diese hat nämlich die Aufgabe gemäß § 1 Energiewirtschaftsgesetz, dass eine preiswerte, versorgungssichere und möglichst umweltschonende, nachhaltige Energieversorgung in Deutschland zu etablieren ist. Und damit sind das auch genau die drei Kriterien, die sich der Bundesrechnungshof angeschaut hat. Natürlich mit erster Priorität die Themen Preis und Versorgungssicherheit, weil das sind seine Spezialgebiete. Und dort ist er dann zu diesen Einschätzungen gekommen. Zu teuer und nicht versorgungssicher. Und das ist schon ein sehr eindeutiges Urteil, das in der Politik etwas zu wenig Beachtung findet. Ja, vielleicht können wir auf die beiden Aspekte mal eingehen. Also was sind denn so die Hauptfaktoren, die zu den hohen Strompreisen in Deutschland beitragen? Wir haben mehrere Gründe, die dazu beitragen. Zum einen ist es immer mal wichtig zu erwähnen, weil es auch andere
Stimmen gibt, die den Menschen erzählen, Sonne und Wind schicken keine Rechnung, oder das berühmte Zitat von Herrn Trittin, die Energiewende kostet den Bürger am Ende des Tages nicht mehr als eine Kugel Eis. Dieses berühmte Zitat wird gerade 20 Jahre alt und das hat sich halt so nicht bewahrheitet. Wir haben einen dramatischen Anstieg der Energiepreise gesehen, wesentlich höher als die allgemeine Teuerungsrate, und wir sind in Europa die Nummer 1 bei den Haushaltsstrompreisen. Und das hat Gründe, und diese Gründe kann man zusammenfassen. Zum einen ist es natürlich so, dass, wenn wir dieses berühmte Zitat uns betrachten, Sonne und Wind schicken keine Rechnung, dann stimmt das in dem Moment, wo ein Windrad sich einmal dreht. Dieser Vorgang, Windrad dreht sich einmal, dieser verursacht nur sehr, sehr geringe Kosten. Das ist korrekt. Allerdings, um diesen Strom dann von Tausenden von Windrädern nach zu den Haushalten, zu den Verbrauchern zu bringen, da brauchen sie dann sehr große Mengen an Infrastruktur, die sehr, sehr kostspielig sind. Und das ist das Problem. Hinzu kommt, dass diese Anlagen der erneuerbaren Energieversorgung auch eine äußerst geringe Energiedichte haben. Und diese geringe Energiedichte führt dann am Ende des Tages dazu, dass insbesondere an Standorten, die nicht so von Wind oder Sonne gesegnet sind, dass dann die Betreiber hier auch entsprechende Mindestvergütungen einfordern. Und diese Mindestvergütungen sorgen dafür, dass auch hohe Subventionen am Ende aus dem Bundeshaushalt gezahlt werden müssen. Das heißt, sie haben hohe Kosten der Infrastruktur, sie haben hohe Subventionen, damit die Betreiber auf entsprechende Mindestbepreisungen kommen. Sie haben am Ende des Tages aber auch politische gewollte Entwicklungen, die hier zugeschlagen haben. Das ist zum Beispiel die Abschaltung der Kernkraftwerke, die hier eine äußerst ungünstige Wirkung auf Deutschland entfaltet hat. Diese führt nämlich gerade dann, wenn Wind und Sonne nicht liefern, dazu, dass unsere Strompreise drastisch zunehmen, weil es fehlt in der Lieferkette einfach ein sehr, sehr preisgünstiger Erzeuger. Und das kommt uns Deutschen halt sehr teuer zu stehen, zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich, ist ja von hier nicht weit weg. Dort finden wir halt andere Kostenstrukturen vor. Und das ist eine äußerst ungünstige Sache. Last but not least kommt das Thema dabei, dass die Emissionszertifikate, die gekauft werden müssen von den Stromerzeugern, dass diese unsere Strompreise auch nach oben jagen. Kernkraftwerke müssen keine Emissionszertifikate kaufen. Sie emittieren keinen Carbondioxid. Aber das sieht bei Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken etwas anders aus. Und die Ampelregierung, die nun zum Schluss auch die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet hat, sie hat sich halt auch sehr bewusst entschieden, dass sie Kohlekraftwerke den Kernkraftwerken vorzieht. Und damit sind dies alles lauter kleine Puzzleteile, die am Ende des Tages zu hohen Strompreisen führen. Ja, also wir haben hohe Strompreise in Deutschland. Man muss ja immer in Relation sehen zu unseren Nachbarn, und das wirkt sich ja, kommen wir später noch drauf zu sprechen, auch natürlich auf die Industrie aus. Also das ist ja auch ein Riesenproblem, wenn Energie sehr teuer ist. Aber der andere Aspekt ist natürlich die Versorgungssicherheit. Also wie schätzen Sie denn das ein? Ist die in Deutschland gesichert oder gibt es da Risiken? Also es wird ja manchmal auch von Blackout gesprochen. Ist das alles Schwarzmalerei oder wie ist da Ihre Einschätzung? Also ein unmittelbarer Blackout droht uns im Moment nicht, auch nicht in den nächsten 1 oder 3 Jahren. Hier kann man sagen, verfügen die Deutschen über ein System von Netzbetreibern, die mit sehr viel Erfahrung und mit sehr viel Routine schwierige Situationen dort zu überwinden wissen. Das Entscheidende ist aber auch, dass es immer mehr schwierige Situationen gibt. Und damit ist am Ende des Tages gemeint, wir haben eine extrem
volatile, also schwankungsanfällige Stromerzeugung, die inzwischen in unserem Strommix dominiert. Die Bundesregierung freut sich darüber, dass der Anteil der Erneuerbaren inzwischen 60% am Strommix bedingt. Was hier aber nach einer Erfolgsmeldung aussieht, bedeutet für die Netzbetreiber extremen Stress. Nämlich, sie haben dann extreme Schwankungen, bedingt durch den Wechsel von Sonne und Nacht auf der einen Seite bei den Solarbetreibern und bei der Windenergie durch den Wechsel von extrem windigen Zeiten bis hin zu windstillen Zeiten. Und wenn wir dann die Situation haben, dass wir sowohl Nacht haben als auch windstille Zeiten, dann kommen wir, wenn wir übrige Kraftwerke abgeschaltet haben, Kernkraftwerke, aber dann auch die Kohlekraftwerke, kommen wir durchaus in schwierige Situationen hinein. Diese schwierigen Situationen sind dann zu meistern durch Importe. Das tun wir spätestens seit der Abschaltung der Kernkraftwerke in signifikantem Maße. Wir müssen aber auch feststellen, wenn dann auf der anderen Seite auch der private Verbrauch an Elektrizität zunehmen soll, nämlich durch Elektroautos, durch Wärmepumpen, ja, dann kann es auch durchaus schwierig werden. Dann könnten hohe Spitzenverbräuche, man spricht dann von Peaklasten, treten dann möglicherweise in solchen sogenannten Dunkelflauten ohne Solar- und Winderzeugung mit einem äußerst unter Spannung stehenden Angebot zusammen. Und solche Phasen, die werden zunehmen. Und es gibt auch die ersten Stimmen, die sagen, dann werden wir um 2030 herum, insbesondere wenn wir dann hier im westlichen Versorgungsgebiet die Kohlekraftwerke abschalten, werden wir auch gegebenenfalls mal um Zeiten von Stromabschaltungen nicht herumkommen. Das sind dann keine chaotischen Blackouts, sondern das nennt man dann üblicherweise Brownouts, also Zeiten, wo der Netzbetreiber sich dann noch mal nicht anders zu weiß, als das den Stromverbrauch zu regulieren, weil das Angebot nicht mehr vorhanden ist. Und das ist für eine Industrienation kein günstiges Vorzeichen. Ja, also ich meine, wenn man auf andere Länder schaut, also mir fällt da jetzt spontan Südafrika ein, also dort gibt es jetzt keine Energiewende in dem Sinne, aber halt eine chaotische Energiepolitik, indem man halt den staatlichen Energiekonzern Eskom, heißt da glaube ich, auch kaputt gespart hat. Mhm. Und dort ist das Realität, also vor 30 Jahren super tolle Versorgung und heute werden dann halt in Südafrika zu gewissen Zeiten dann die Stromnetze gekappt und man sitzt halt im Dunkeln, also vom VW-Werk bis hin zum privaten Haushalt. Und wir kommen jetzt ja auch auf die Wirtschaft zu sprechen, also die energieintensive Industrie, das ist ja schon zu beobachten, verlässt Deutschland zunehmend. Vielleicht können Sie uns da mal einen Überblick geben, welche Branchen sind da besonders betroffen und was sind aus Ihrer Sicht auch die Folgen für den Standort Deutschland? Was wir beobachten, ist tatsächlich eine Zurücknahme der volkswirtschaftlichen Produktion. Und die ist umso deutlicher, je energieintensiver die Branche ist. Also insbesondere für energieintensive Branchen wie zum Beispiel Chemie und für das Saarland nun nochmal relevant, Stahl, Eisen, Metalle, dort sehen wir ganz signifikante Rückgänge bei den Produktionsmengen. Und als Gründe nennt die Wirtschaft immer drei, nämlich zum einen ein schwieriges Fachkräfteangebot, zum zweiten hohe bürokratische Belastung und zum dritten die hohen Strompreise. Wir haben insbesondere seit 2019 gesehen, dass die Strompreise signifikant angestiegen sind in Deutschland. Und dies hat Konsequenzen, wenn ein sehr energieintensives Unternehmen, das in der Metallerzeugung tätig ist, plötzlich statt 4 bis 6 Cent 8 bis 11 Cent pro Kilowattstunde bezahlen muss, dann ist man im internationalen Wettbewerb plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig. Und das ist ein großes Problem.
Das sehen wir in der saarländischen Stahlindustrie. Da hat sich jetzt auch vor kurzem der SHS-Chef Rauber sehr, sehr eindeutig geäußert und hat im Handelsblatt. Und hat hier sehr klar gesagt, zu diesen Strompreisen können wir nicht mehr konkurrenzfähig produzieren. SHS hat darauf auch reagiert, eigentlich auch schon sehr lange, indem man Elektrolichtbögenwerke in Frankreich zugekauft hat. Aber das hilft natürlich dem Standort Saarland, Ruhrgebiet und anderen nicht. Und das ist ein Muster, das zieht sich hier durch. BASF gibt immer mehr die Ammoniakproduktion auf, weil sie energieintensiv ist. Bei ThyssenKrupp in Duisburg, da brennt die Hütte, weil auch hier die Konkurrenzfähigkeit auf einem internationalen Markt nicht mehr gegeben ist. Die war ohnehin schon immer mal vielleicht etwas schwieriger gewesen, aber zu den derzeitigen Energiekosten ist das für die nicht mehr darstellbar. Und das ist eine große Problemstellung. Und man hat nicht unbedingt den Eindruck, als ob die Bundesregierung die idealen Rezepte dagegen findet. Denn was hier geschehen ist, die Zunahme der Strompreise ist ja gerade ein Effekt, der durch das politische Handeln, insbesondere die Schließung der Kernkraftwerke, eigentlich erst provoziert worden ist. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir müssen jetzt diese Strompreise wieder heruntersubventionieren, die wir eigentlich durch solches Handeln eigentlich erst erhöht haben, dann ist das kein langfristig vernünftiges Handeln. Ja, das ist ja dann irgendwie Planwirtschaft oder also auf jeden Fall nicht marktwirtschaftlich getrieben, wenn man dann Subventionen zahlen muss für den Strompreis. Also sehe ich auch extrem schwierig. Wie schätzen Sie das ein? Also wird es in 10 Jahren noch eine saarländische Stahlindustrie geben oder in den jetzigen Voraussetzungen? Wenn wir nicht umsteuern, wird das in der Tat sehr, sehr bitter werden. Weil, da hat die Bundesregierung jetzt ja auch noch einmal neue Ideen entwickelt. Und zwar möchte man das sogenannte Bandlastprivileg für die energieintensive Industrie abschaffen. Das muss ich jetzt erklären. Wir alle bezahlen als Stromabnehmer Netzkosten, aber die energieintensive Industrie ist von diesen Netzkosten deutlich entlastet, wenn sie kontinuierlich große Mengen abnimmt. Man spricht dann von einem Band. Von einem Band an Last, das sie dann zufällig abfragt und für ein solches Band bekommen sie dann auch Ermäßigungen bei den Netzentgelten, die machen dann durchaus 80% oder 90% der Netzentgelte aus. Das ist eine signifikante Menge und die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, dass sie diese auf den Prüfstand stellen wird. Da hat sich der Wirtschaftsrat der CDU schon sehr erschrocken geäußert, dass dies für die energieintensive Industrie vermutlich ein Todesstoß sein könnte. Was sich die Bundesnetzagentur hier vorstellt, ist, wir passen das Incentivierungssystem, das hier zugrunde liegt, das passen wir der Variabilität des Stromangebots an. Das nennt man dann die Flexibilisierung oder, ich mag den Begriff nicht sehr, die Systemdienlichkeit. Also in einer Marktwirtschaft sollten Wirtschaftssubjekte nicht systemdienlich sein. Der Begriff finde ich nicht so ganz passend. Was damit aber gemeint ist, ist, wir haben vorher eine kontinuierliche Stromerzeugung gehabt aus Großkraftwerken. Die hatten wir auch noch, als wir einen moderaten Anteil erneuerbarer Energien hatten. Und jetzt mit 60% Anteil Erneuerbaren und geplant sind ja 80 und dann irgendwann 100%, haben wir einen stark schwankenden Anteil. Und dem soll sich dann die Industrie anpassen. Wer also dann zu Zeiten mit hohem Stromangebot, also im Sommer zur Mittagszeit, wenn die Solaranlagen stark produzieren, oder im Winter, wenn mal der Wind kräftig bläst, wer also dann produziert wird, der soll entlastet werden, während derjenige, der zu Zeiten eines eher knapperen Angebots dann
Strom in Anspruch nimmt, dann dafür auch entsprechend höhere Preise zu zahlen hat. Das ist ein sehr interessantes Konstrukt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die Gewerkschaften das mal ihren Mitgliedern so erzählt haben, dass sich dann auch ihre Arbeitszeiten künftig nach dem Stromangebot und damit nach der Wetterprognose richten sollen. Aber das ist de facto natürlich weltfremd. Das ist weltfremd zum einen für Unternehmen, die kontinuierliche Produktionsprozesse und vor allen Dingen eine hohe Maschinenauslastung benötigen. Für viele sind die Margen, die sie auf dem Weltmarkt erzielen, gar nicht so üppig, dass sie sagen könnten, okay, wir lasten unsere Maschinen nur zu Zeiten hohen Stromangebots aus, 60%, 70%, 80%, dann wird die wirtschaftliche Lage für diese immer schwieriger. Und dort, wo sie über gekoppelte Produktionsprozesse sprechen, also der klassische Beispiel sind immer Chemieparks, wo der Output des einen auch gleichzeitig der Input des anderen ist, da wird es dann extrem schwierig. Also solche Konzepte sind vorsichtig formuliert weltfremd. Sie kommen natürlich aus der Einsicht, dass wir es kurz- und mittelfristig nicht schaffen, eine solche zeitlich stabile Stromversorgung darzustellen. Und dann wird postuliert, ja, das ist dann auch nicht die Anforderung der neuen Welt. Die neue Welt soll heißen, ihr produziert, wenn Strom da sind. Der Verbraucher wirft die Waschmaschine an, wenn Strom da ist. Und er lädt sein Elektroauto auf, wenn Strom da ist. Und wenn kein Strom da ist, entlädt er sein Elektroauto wieder, um Strom dem System zur Verfügung zu stellen. Das ist ein deutlicher Paradigmenwechsel. Im privaten Bereich kann man darüber diskutieren, für wen das möglich ist, für wen das nicht. Darüber sollte eine Gesellschaft diskutieren, es sollte ihr aber auch nicht aufoktroyiert werden. Im industriellen Bereich, insbesondere im produzierenden Gewerbe, ist dies äußerst schwierig in einer Situation, in der ohnehin der Standort massiv unter Druck steht, ist dies ein weiterer Knickschlag. Ja, also schwierige Situation. Was könnte man dann aus Ihrer Sicht jetzt kurzfristig tun, um das Thema Strompreise nochmal in eine andere Richtung zu bringen, um auch das Thema Versorgungssicherheit nochmal ein bisschen auf stabilere Füße zu stellen? Also gibt es da Maßnahmen, die kurzfristig greifen, oder wäre das jetzt ein Programm für die nächsten 10, 20 Jahre, um das nochmal in den Griff zu bekommen? Man muss hierzu sagen, Energiepolitik, das ist kein Schnellboot, das man mal innerhalb von einem Monat in eine ganz andere Richtung lenkt. Das funktioniert nicht. Dieses Thema Energiewende, das betreiben wir nun schon seit über 20 Jahren. Und wenn wir hier umsteuern wollen, dann wird das nicht in einem Jahr gehen. Es wird auch wahrscheinlich nicht in 5 Jahren gehen. Alles, was wir tun können, ist in diesem einen Jahr und in den 5 Jahren dann den Grundstein für eine andere Energieversorgung zu legen. Und diese ist sehr klar dadurch zu kennzeichnen, dass wir von den Faktoren wegkommen, die uns diese hohen Strompreise bedingen. Und diese Faktoren liegen begründet in dieser starken Volatilität des Stromangebots, des Stromsystems, so wie wir es anstreben und so wie wir auch nicht kurzfristig in der Lage sind, es zeitlich zu glätten. Das heißt, wir müssen wieder dazu übergehen, zu sagen, Erneuerbare werden ein Bestandteil dieses Mixes bleiben. Das ist insofern klar, dass wir ja auch Wasserkraft haben und auch andere Formen, wenn wir im europäischen Kontext denken, Norwegen, Schweden, Alpenländer, Frankreich, die haben Wasserkraft und sind auch sehr glücklich damit. Und wir brauchen aber dann, und das ist ja auch etwas, was die Wasserkraft ermöglicht, wir brauchen dann eine kontinuierliche und regelbare Stromversorgung. Das ist ja der eigentliche Inhalt von Flexibilität. Flexibilität heißt eigentlich, wenn ich in Zeiten reinkomme, wo ich höheren Strombedarf habe, weil meine Industrie höheren Strom abfragt, bin ich durch regelbare Instrumente auch in der Lage, diesen zu bedienen. Was Anhänger der erneuerbaren Energien als Flexibilität
bezeichnen, ist eigentlich die Umkehrung dessen. Nämlich sie sagen, ihr sollt nicht mehr flexibel sein, sondern ihr sollt euch nach dem Sonnen- und Windangebot richten in eurer Nachfrage. Und das ist eine suboptimale Möglichkeit. Und deswegen gibt es auch Studien. Es gibt eine Studie von McKinsey aus dem Januar 2024, die sehr klar sagt, Gaskraftwerke sind erst einmal eine Idee, eine Strategie, um auch diese hohen Netzkosten einzudämmen, aber nicht, wenn wir sie ganz kurzfristig fahren, sondern wenn wir diese dann auch mit einem höheren Angebot, McKinsey spricht da von 50 Gigawatt, die Bundesregierung plant da im Moment 12,5 Gigawatt zu fahren. Auf der anderen Seite kennen wir Studien aus Frankreich. In Frankreich hat man eine große Studie gemacht, Futur Energétique 2050, wo man Szenarien durchgespielt hat mit 100% erneuerbaren, 0% Kernenergie, mit 90 erneuerbaren, 10 Kernenergie. Und es hat sich dann immer wieder gezeigt, dass je höher der Kernenergieanteil ist, und Kernenergie steht hier für regelbare Erzeugung und im Übrigen auch vollkommen klimaneutrale Erzeugung. Und je höher also der Anteil einer solchen regelbaren Erzeugung ist, desto geringer sind auch die Systemkosten. Das heißt, eine komplette Betrachtung der Wertschöpfungskette von Beschaffung zu Netz etc. für die gesamte Volkswirtschaft. Solche Erkenntnisse wären wichtig, damit wir von diesem Schritt hin zu 100% Erneuerbaren wieder wegkommen und sagen, wir brauchen ein Portfolio von Erneuerbaren. Wenn Windkraft Sinn macht, dann nur an äußerst stromreichen Standorten, an äußerst windreichen Standorten, zum Beispiel auf der Nordsee, wo man das wirtschaftlich betreiben kann und wo dies ökologisch vertretbar ist, kann man dies tun. Photovoltaik am Ende des Tages, Dachphotovoltaik, wo ich über ein Haus verfüge, das über eine entsprechende Dachneigung verfügt, das über eine entsprechende Sonnenexposition verfügt, dann macht auch dies entsprechend Sinn. Sinn machen muss dann aber auch heißen, das muss sich dann im Markt auch zeigen. Die Funktionsweise, nämlich der deutschen Energiewende, heißt, ich subventioniere und subventioniere, um sicherzustellen, dass ich hohe Ausbauziele erreiche. Die Folge ist nur, dass die Subventionen immer und immer mehr zunehmen und dass wir in arge Nöte bekommen, diese Kosten überhaupt zu schultern. Ja, also das ist ja so. Also die privaten Hausbesitzer, inklusive mir, die wurden ja mit Subventionen gelockt, um halt eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen. Das ist auch für mich eigentlich ganz bequem. Also ich habe eigentlich Strom zum Nulltarif und irgendwie der in Saarbrücken in der Mietwohnung sitzt, der bezahlt mir das irgendwie mit. Also das ist ja eigentlich auch nicht ganz gerecht. Jetzt kommt ja noch ein Aspekt von Befürwortern der Energiewende. Also die sagen ja, okay, wenn wir das alles speichern, also wenn der Michael Scholz seine PV-Strom ins Elektroauto bringt, dort die Batterie, dann kann er das nachts nutzen, um die Wärmepumpe zu betreiben oder im Winter die Heizung oder was auch immer. Also ist das realistisch, solche Speichertechnologien einzusetzen oder ist das viel zu kleinteilig? Es macht durchaus Sinn, gerade im privaten Bereich, wenn ich über eine Photovoltaikanlage mit guter Stromausbeute verfüge, dann auch über eine Speicherlösung nachzudenken. Denn Speicherlösungen sind durch den gefallenen Lithiumpreis der letzten 2 Jahre wiederum günstig geworden. Und wenn ich dann weiß, dass der private Haushaltsstrompreis tendenziell steigen wird, dann verkürzt sich auch die Amortisationsdauer einer solchen privaten Speicherlösung. Also das muss sich natürlich dann jeder noch einmal durchrechnen, aber es kann hier durchaus interessante Cases für den einzelnen Immobilienbesitzer geben, eine solche Speicherlösung sich dann anzuschaffen. Außerdem sind die Netzbetreiber auch nicht ganz undankbar darüber, denn das vermindert die
Einspeisung gerade von Solaranlagen mittags im Sommer, die die Netzbetreiber immer mehr vor Probleme stellen. Und da sind wir bei so einem Thema. Es ist ja selten so, dass es 100% richtig und 0% falsch gibt. Das ist auch in der Energiepolitik nicht so. Das heißt, wenn man sich solche Dinge anschaut, kann man sagen, jawohl, macht Sinn, macht das doch so. Allerdings, wenn ich dann drüber nachrechne, wie würde ich denn dann die ganze Stahlindustrie oder die ganze chemische Industrie mit Stromspeichern versorgen? Dafür brauche ich Großspeicher. Und dann kann man mal ausrechnen, wenn wir dann im Winter in eine längere Dunkelflaute hineingehen, welchen enormen Bedarf ich dann in solchen Speichern eigentlich abdecken muss. Und da kommt man sehr schnell auf gigantische Kostengrößen, die dann auch wenig realistisch sind. Es kommt ein ganz spezifisches Problem noch hinzu. Solange ich immer mit Mindestvergütungen subventionieren. Das ist gerade bei Windkraftanlagen so, dass man dort Mindestvergütungen im süddeutschen Raum bis hoch zu 11 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Dann hat mein Anbieter relativ wenig Anreiz, Strom zu speichern. Denn der Anreiz wäre ja der, in Zeiten, wo es eine höhere erneuerbare Energieerzeugung gibt, und die Marktpreise entsprechend zu fallen, dass er dann diesen Strom nicht einspeist, sondern dass er dann diesen Strom in seinen Stromspeicher hineinfließen lässt und dass er diesen dann zu Zeiten, wo die Strompreise hoch sind, weil es Nacht ist oder weil es auch im Winter relativ wenig Solareinstrahlung gibt, oder wenn es windstill ist, also zu diesen Zeiten dann diese Menge aus seinem Speicher wieder ins Stromnetz abzugeben. Dazu hat er allerdings überhaupt keinen wirtschaftlichen Anreiz. Denn wenn er ohnehin seine 11 Cent bekommt, dann kann es ihm egal sein, ob der Marktpreis des Stroms dann mal auf 5 Cent fällt, auf 4 Cent fällt, auf 2 Cent fällt. Er bekommt ja ständig seine Mindestvergütung. Und da liegt auch ein ganz großes Problem darin, weil je mehr wir ausbauen, desto mehr sorgen wir auch für Ungewichte. Gerade Solar wurde erheblich ausgebaut und das führt jetzt dazu, dass an besonders sonnenreichen Tagen die Solarproduktion relativ hoch ist und dafür existiert aber eigentlich kein Markt. Und Strom ist nicht wie übliche Rohstoffe, dass Sie sagen können, okay, er hat einen bestimmten Marktwert, der fix ist, der nur von einem Börsenpreis bestimmt ist. Nein, er hängt sehr, sehr kritisch davon ab, dass er in dem Moment, wo er erzeugt wird, auch seinen Verbrauch findet, seine Nachfrage findet. Und wenn ich hier Ungleichgewichte schaffe, dann sinkt der Strompreis dann auch sehr, sehr stark, bis ein solches Gleichgewicht wieder gefunden wird. Dieses Gleichgewicht kann aber auch darin bestehen, dass Negativpreise kommen und der Strom muss mit einer Entsorgungsgebühr dann irgendwohin entsorgt werden. Das sind allerdings Effekte, die vielen Produzenten erneuerbarer Energien relativ egal sein können, weil sie haben ihre Mindestvergütung. Es ist für neue Anlagen inzwischen etwas eingeschränkt worden. Dort hat man also festgelegt, okay, wenn die Zeitdauer der Mindestvergütung, der Negativpreise einen gewissen Zeitraum überschreiten, dann gibt es den entsprechenden Marktzuschlag, die Mindestvergütung entsprechend nicht mehr. Aber für einen Großteil der Erzeugung gilt, sie speisen einfach ein. Und damit ist gar kein Anreiz gegeben für Speicher. Auch hier sind wir wieder bei dem Thema Erneuerbare in den Markt entlassen. Nämlich dann, erst dann, wenn ein Windkraft- oder ein Solarbetreiber den Marktpreis bekommt, im Guten wie im Schlechten, für seine Strommenge, erst dann beginnt er auch marktwirtschaftlich zu handeln. Und dann wird er auch marktwirtschaftlich kalkulieren, ob ein Stromspeicher für ihn Sinn macht. Und an den Punkt müssen wir hin. Aber
an dem Punkt sind so viele Freunde der erneuerbaren Energien dann plötzlich gar nicht mehr so begeistert und sagen, ja, wenn wir jetzt die Subventionen einstellen, riskieren wir die Ausbauziele nicht zu erreichen. Da sind wir dann in einem System und in einer Denkweise, die man aus Sicht der Lobby natürlich verstehen kann. Ja. Wer hat das nicht gern, garantierte Gewinne? Aber die volkswirtschaftlich extrem schädlich ist. Und das sehen wir jetzt daran, dass die Subventionen uns davonlaufen. Wir bezahlen in diesem Jahr allein 23 Milliarden an Subventionen für bestehende Anlagen, für bestehende Solaranlagen, für bestehende Windkraftanlagen. Und mit jeder neuen Windkraftanlage, die jetzt zum Beispiel in Süddeutschland gebaut wird mit viel Tamtam, Bayern braucht neue Windräder, da kann man ausrechnen, jedes Windrad, das in Bayern in den Schwachwindgebieten gebaut wird, das braucht pro Jahr etwa 500.000 an Subventionen. Das heißt, der Wahnsinn geht erstmal weiter. Mhm. Und das macht auch dann das Umsteuern sehr schwer, weil diese Subventionen sind dann erstmal auf 20 Jahre garantiert. Das heißt, selbst wenn wir diese heute abschaffen, begleiten die uns noch bis 2044 für die Bestandsanlagen. Ja, auf jeden Fall spannende Zeit, um es mal vornehm auszudrücken. Vielleicht lassen Sie uns mal nochmal ins Ausland schauen. Also ist diese deutsche Energiepolitik einzigartig auf der Welt oder gibt es andere Länder, die dem Beispiel schon folgen? Also man wollte ja auch mit dieser Energiewende ein Beispiel für andere Länder sein und zu sagen, okay, Klimaschutz kann man auch mit volkswirtschaftlichen Zielen verbinden. Also wie ist denn da Ihre Einschätzung? Man muss erst mal Folgendes sagen. Erneuerbare Energien, oder ich nenne sie jetzt mal wetterabhängige Energien, die haben die Eigenschaft, dass man sie in Deutschland anders beurteilt als in anderen Ländern. Ganz naturgegeben. Denken Sie mal an Norwegen. Norwegen hat 100% Versorgung durch erneuerbare Energien, ist sehr glücklich damit. Island genauso. Mit Geothermie dann. Mit Wasserkraft und Geothermie. Allerdings das Problem ist, und da kommen wir immer an den Pudelskern, das können wir leider nicht reproduzieren. Das gleiche Thema, Österreich, Alpenländer, genauso. Und genauso können wir auch feststellen, ja, Windkraft in Bayern ist eine eigentlich für einen Physiker eine äußerst merkwürdige Idee. Denn der Output der Windkraft hängt in der dritten Potenz zur Windgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich an einem bestimmten Ort der Erde die doppelte Windgeschwindigkeit im Vergleich zu einem windschwachen Standpunkt habe, dann habe ich dort nicht die doppelte Strommenge, sondern die achtfache Strommenge. Und das macht erheblich etwas aus. Mhm. Und von daher kann es durchaus Sinn machen, wenn ich jetzt mal ökologische Aspekte außen vor lasse, in Namibia, an der namibischen Küste oder in der patagonischen Küste oder vor Neufundland auch über Windkraft nachzudenken. Und Solar, natürlich macht Solar dann in Kalifornien, im Mittelmeerraum, etwas mehr Sinn als in Castrop-Rauxel oder in Delmenhorst. Mhm. Da braucht man nicht drüber zu reden. Und das macht die Diskussion auch etwas schwierig. Weil so findet letzten Endes jedes Instrument seine geografisch geeigneten Ort. Und daran muss man sich auch orientieren. Es kommt ja auch niemand auf die Idee, Wasserkraftwerke in die Wüste zu stellen. Und das geht in dieser deutschen Diskussion etwas abhanden. So, der deutsche Weg ist insofern ein besonderer Weg, weil man sagt, wir gehen zu 100% auf sogenannte intermittierende Energien, also zumindest mal, es kommen natürlich immer noch Wasserkraft hinzu, gegebenenfalls auch Biomasse, vielleicht auch noch etwas Geothermie. Aber diese 100% will man schon durch einen massiven Ausbau von Wind und Solar. Und dieser hat im Gegensatz zur Wasserkraft halt den Nachteil, dass sie so extrem volatil und schwankungsanfällig ist. Und Deutschland hat, wenn man sich so globale Windkarten betrachtet, wenn man mal von der Nordsee absieht, relativ schlechte Voraussetzungen für Wind. Und wenn man sich die Solareinstrahlung betrachtet, dann ist diese im Vergleich zu Kalifornien oder den Mittelmeerregionen auch nicht gerade erste Wahl. Insofern ist dieser deutsche Weg unter Berücksichtigung der klimatischen und geografischen Voraussetzungen
schon ein seltsamer Weg. Und die, wenn man dies dann nochmal in Verbindung damit sieht, dass man wenig nachvollziehbar dann auch regelbare Kapazitäten dann abgeschaltet hat, dann sorgt dies bei vielen Beobachtern im Ausland für ziemlich viel Spott. Mhm. Es gibt ja immer noch die berühmte Schlagzeile The World's Dumbest Energy Policy, die besagt dort schon etwas. Und wenn man sagt, es ist wichtig, dass unsere Nachbarländer das Gleiche tun, dann kann man auch dort immer mal wieder erwähnen, wir sind inzwischen schon erheblich importabhängig. Hier im Saarland sind wir von Frankreich importabhängig. Schweden, Schweiz mit ihren Wasserkraftwerken sorgen auch dafür, dass wenn es hier mal knapp ist oder wenig Angebot vorhanden ist, dass wir dann importieren. Deutschland war mal eine Stromexportnation, hat auf diese Art und Weise auch das europäische Stromnetz sicherer gemacht und inzwischen sind wir eine Importnation. Das funktioniert aber nur, wenn zu den Zeitpunkten, wo wir zu wenig Strom haben, nämlich wenn es Nacht ist und wenn der Wind nicht weht, dass dann unsere Nachbarländer auch lieferfähig sind. Und das ist etwas, das wird hier übersehen. Nämlich, wenn wir keinen Solarstrom haben, weil es Nacht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Holland Nacht ist, auch relativ groß. Mhm. Und das gleiche Phänomen sieht man übrigens auch bei der Windenergie. Nämlich, wenn man sich nämlich mal das Verhältnis von Windkrafterzeugung von Deutschland, den Benelux-Staaten und Frankreich, also unseren unmittelbaren Nachbarländern anschaut, dann sieht man, das ist hoch korreliert. Wenn es bei uns mal stürmt, stürmt es in der Regel im Lothringen auch oder in Holland oder in Belgien. Und wenn es bei uns windstill ist, ist dort auch windstill. Das heißt, der Strom, der dann kommt, wenn wir importabhängig sind, der muss dann aus einer regelbaren Quelle kommen. Und da liegt die Krux drin. Wir sollten es also nicht zu arg wünschen, dass unsere Nachbarn das uns nachmachen werden, was sie ehrlich gesagt auch nicht mehr tun. Wir sollten es uns aber nicht zu sehr wünschen, weil wir sind ja darauf angewiesen, dass diese uns in Stromabendzeiten unterstützen. Würden sie es uns nachmachen, hätten sie zu genau den gleichen Zeitpunkten auch ein riesiges Problem. Und dann könnte es tatsächlich sehr, sehr eng werden auf dem europäischen Strommarkt. Jetzt Befürworter oder Fans der Energiewende sagen dann ja immer, ja, es gab ja mal in Frankreich letztes Jahr den Fall, wo die Atomkraftwerke alle in Revision waren, der heiße Sommer hat dafür gesorgt, dass Kühlwasser nicht ausreichend zur Verfügung gestanden hat und da waren die Franzosen froh, dass wir den Solarstrom hatten und wir haben die praktisch gerettet und deswegen ist das alles super. Wie sehen Sie sowas, so eine Aussage? Also zum einen muss man in der Faktenbasis hier nachjustieren. Es gab zwei Gründe, weshalb die Franzosen in diese Situation reingekommen sind. Zum einen hatten sie aufgrund der Corona-Thematik dann Wartungsarbeiten verschoben in das Jahr 2022. Die starteten dann, womit dann durchaus schon eine Situation gegeben war, womit in Frankreich nicht mehr allzu viel passieren würde. Unglücklicherweise wurden dann aber auch Spannungsrisse gefunden, sodass weitere Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind. Das heißt, der französische Staat war 2022 in der sehr, sehr ungewohnten Situation, dass er Strom am Markt nachkaufen musste. Und da gilt halt die Erkenntnis, es ist zwar schön, wenn man eine überlegene Energietechnik darüber verfügt, aber man muss sie dann auch ordentlich managen. Wenn man dann das operationale Risikomanagement, und das ist bei der EDF dann halt geschehen, vernachlässigt, vielleicht durch Corona erklärbar, hilft aber nichts, dann kann man durchaus auch schon mal in solche Situationen reinkommen. Nur muss man dann differenzieren. Das war eine Situation, die lässt sich beschreiben, die war durch unzureichendes Risikomanagement gekennzeichnet, die kann man für die Zukunft abstellen. Wir haben ein grundsätzliches, ein systemisches Problem. Denn wir können ja nicht dafür sorgen, dass Solarenergie plötzlich kontinuierlicher wird oder Windstrom plötzlich kontinuierlicher wird. Wir haben das grundsätzliche System, das wir ein Problem, das wir nicht ändern könnten. Einen kleinen Einschub, das Thema
dass Kernkraftwerke wasserabhängig sein sollten, das ist eigentlich in dem Sinne gar nicht vorhanden, weil der französische Rechnungshof hat auf die diversen Gerüchte sich dann selbst mal das Thema vorgenommen und hat dann festgestellt, dass die Stromverluste dadurch, dass die französischen Kernkraftwerke im Sommer durch geringe Flusszustände heruntergefahren werden müssen, dass diese minimal sind. Die sind in der Regel kleiner als 1% der Gesamtstrommenge. Im Regelfall sind auch die Franzosen auf dieses Thema relativ ausgerichtet, weil die Franzosen hat die Kernkraftwerke so dimensioniert, dass der Strombedarf des Winters abgedeckt wird. Wenn Sie mal durch ein französisches Dorf fahren, da dominieren immer noch die Elektroheizungen. Das heißt, der Strombedarf ist in Frankreich im Winter sehr hoch und im Sommer wesentlich niedriger. Und deswegen ist man im Sommer durchaus gewohnt, dann mal die Kernkraftwerke dann in Revision zu nehmen. Und wenn man dann mal einen geringeren Flussstand hat, moduliert man das Kernkraftwerk auch runter. Das ist in Frankreich so Usus. Das heißt, das sind also alles Themen, die innerhalb des Betriebsmodus eines Kernkraftwerks beherrschbar sind. Die Probleme, die wir haben, sind grundsätzlicher Natur. Ja, vielleicht zum Schluss lassen Sie uns noch mal auf Deutschland blicken. Also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt diese Energiepolitik fortsetzen. Wie sieht Deutschland in 10 Jahren aus? Also im Thema Energiepolitik, vielleicht auch wirtschaftlich. Was sagen Sie uns? Ich denke, dass dieses Land eine Zäsur erleben wird. Denn wir sehen, dass die Kosten der Energiewende zunehmen. Man muss jetzt so einfach auch mal sehen, dass in dieser Zielvision des dekarbonisierten Deutschlands 2045, da sind wir eigentlich noch gar nicht so weit. Denn alles, was bislang geschehen ist, ist, dass eine Menge Wind- und Solaranlagen gebaut worden sind. Die ziehen hohe Subventionen hinter sich her, 23 Milliarden pro Jahr. Mhm. Und dies belastet uns, ist aber noch kein Vergleich zu dem, was noch bevorsteht. Denn für dieses Gesamtkonstrukt, Dekarbonisierung über alle Sektoren hinweg, also auch Wärmesektor, Verkehrssektor hinweg, da werden ganz andere Größenordnungen aufgerufen. Zum Beispiel hat McKinsey in einer 2021er Studie die Zahl 6 Billionen aufgerufen. 6 Billionen, und das ist noch nicht einmal der höchste Wert, also da gibt es auch Schätzungen, die auf 10 Billionen hochgehen. Ist aber eigentlich auch egal, weil es sind definitiv enorme Größenordnungen. Bis 2045 sind es roundabout 20 Jahre hin. Wenn wir also sagen, 6 Billionen dividiert durch 20 Jahre, sind das 300 Milliarden, die wir jedes Jahr aufbringen müssen. Das ist nicht mehr ganz Portokasse. Ja. Das Problem an der Stelle ist, wenn man die Grünen gefragt hat oder generell die Verfechter der Energiewende, wie wird das finanziert, dann war die Antwort die, die Herr Scholz vor 2 Jahren auch noch gegeben haben. Wir werden durch die grüne Transformation ein Wirtschaftswunder sehen und dieses Wirtschaftswunder wird zu Wachstum, Steuereinnahmen führen und aus diesem Prozess heraus werden wir dann automatisch aus dem Wachstum heraus auch die Investitionen der Zukunft schultern können. Von dieser Vision müssen wir uns leider verabschieden, denn Deutschland war 2023 in einer technischen Rezession. 2024, hat das IFW gerade vor kurzem gesagt, werden wir vielleicht auch ein Minuswachstum haben. Andere glauben noch, wir sind bei 0,2%. Aber das sind natürlich Dimensionen, da sind wir weit davon entfernt, dass wir hier von einem Wirtschaftswunder sprechen können, das uns solch gewaltige Investitionen ermöglicht. Seitdem das relativ klar ist und seitdem ja auch relativ klar ist, dass sich dies nicht sehr kurzfristig ändern wird, weil die Strompreise werden hoch werden, der Deindustrialisierungsdruck wird hoch bleiben, seitdem sagt man nun, wir müssen die Schuldenbremse abschaffen, damit wir durch eine höhere staatliche Verschuldung, man nennt es dann auch gerne durch staatliche Investitionen, dann diese 6 Billionen stemmen können. Da sollte die Gesellschaft ein wenig Widerstand aufbringen. Denn wenn eins ist ganz klar, wenn diese Schuldenbremse dann aufgegeben wird und dann solche Investitionssummen dann aufgebracht werden, dann wird es sehr, sehr schwierig.
weil dann bürden wir der zukünftigen Generation eine Schuldenlast auf, die dann vielleicht auch mal irgendwann in Dimensionen reinrutscht, wo Deutschland auch längst sein bestes Rating verliert, ohne aber, dass die Probleme, die wir haben, dadurch auch nur kurz- oder mittelfristig gelöst werden. Also wir stehen da jetzt so langsam an einer Zäsur. Wir sehen die schlechten Wirtschaftszahlen. Wir sehen die Deindustrialisierung. Diese wird sich nun auch bald auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen. Wir hatten noch das Glück gehabt, dass wir zum einen Fachkräftemangel hatten, dass zum einen es einen gewissen Verrentungsdruck gab, der dafür gesorgt hat, dass Arbeitskräfte vom Markt aufgesaugt wurden. Aber in dem Maße, wie nun die ganz großen Player in Automobil, Stahl, Chemie Deutschland verlassen, wird das natürlich auch das ganze Wirtschaftsgefüge betreffen. Und dann kommen wir, und da hat die Gesellschaft jetzt die Wahl, entweder wir kommen in einen kontinuierlichen Prozess, dass wir beginnen umzusteuern, und das setzt voraus, dass wir diesen Gedanken auch mal zulassen, dass diejenigen, die sagen, es gibt keine Alternative zu 100% Erneuerbaren, dass diese sich einer solchen Diskussion öffnen. Oder es würde zu zäsurartigen Entwicklungen kommen, die auch sozialen Sprengstoff bedingen und die dann vielleicht auch noch ganz andere Auswirkungen haben könnten, die man sich so im Allgemeinen nicht wünscht. Ja, also hoffen wir, dass es gut geht, dass wir, ich meine, wir können ja das auch beeinflussen. Also in der Demokratie kann man sich ja einbringen und auch andere Vorstellungen dann in die Regierungsarbeit anfließen lassen und ja, da sind wir alle gefragt. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Lieber Herr Dr. Kanne, vielen Dank, dass Sie zu Gast im Podcast waren. Wir haben heute ein bisschen überzogen. Also normalerweise machen wir immer eine halbe Stunde, aber das Thema war so spannend und das Thema ist auch so wichtig, dass wir das jetzt wirklich mal in allen Facetten beleuchtet haben. Also vielen lieben Dank und wir sagen bis bald und tschüss. Ja, vielen Dank auch meinerseits, denn genau das ist ja wichtig, dass man diese Diskussion führt, dass man die Argumente, die hier nun in den Raum gestellt werden müssen, dass man diese nicht einfach abwirkt, sondern dass wir als Demokraten hier bessere Lösungen finden. Und da freue ich mich gerne, bei Ihnen zu sein, hier in der Union Stiftung, und dann einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir hier in einen Diskussionsprozess unter Demokraten kommen, der dann vielleicht auch zu besseren Lösungen führt. Vielen Dank also auch meinerseits. Ja, tolles Schlusswort. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.